Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück zur zweiten Folge von The Last of Us. Remake, Remaster, wie auch immer. Ist auf jeden Fall der erste Teil. Und ja, wir versuchen unsere Waffen wiederzubekommen von den Fireflies. Und ob das so einfach ist, weiß ich gar nicht. Denn wir haben den Kerl, der sie verkauft hat, an die Fireflies erschossen. Und jetzt brauchen wir die trotzdem wieder zurück. Also, er sieht diese Filmkörnung. Die kann man doch auch ausstellen, oder nicht? Sollen wir das mal machen? Hier auf Anzeige. Dann gibt es auch hier so eine Filmkörnung. Was passiert, wenn man die mal ganz runter macht? Sieht das nicht schön aus? Das nicht ein bisschen cooler ohne diese Körnung? Ich finde schon. So, lassen wir es einfach jetzt. Gut, also lassen wir weitergehen. Wir müssen diese Fireflies-Sachen da finden. Ich weiß gar nicht, welchen Weg wir gehen sollen. Ich glaube, von da sind wir gekommen. Dann lassen wir hier längs gehen. Gucken, ob wir die finden. Beziehungsweise wir sind jetzt hinter der Queen Firefly her, weil sie uns irgendwo hinführen will. Wir sind gerade abgehauen von ein paar Soldaten, nur mal so nebenbei. Aber das habt ihr alles gesehen in der letzten Folge. Und jetzt geht's spannend weiter. Da ist sie, Queen Bee. Oh. Da gab es eine Explosion. Scheiße. Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Okay. Matthias kennt den Weg. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Hier ist nicht raus. Wo müssen wir? Sie kennt den Weg. Oh, warte, hier so ein paar Sachen. Oh, was zum Basteln. Joel, hilf mir doch mal. Na klar, gerne. So, dann schieben wir mal. Hältst du das noch durch? Es geht. Moment, Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Ich meine Art und ich baller die sonst im Abschluss. Okay. Ah, da oben ist längs okay. Ihr solltet uns heute keinen Ärger machen. Leckt mich am Arsch. Gesichert! Das ist dumpf. Und tschüss. Okay, das war ein bisschen dumm jetzt hier, ne?
so viele heute. Komm raus! Komm raus! Komm schnell hier rein. Nicht so clever, aber was soll's. Wohin gehen wir, Marlene? War jetzt nicht so clever von mir, aber naja. Hier lang. Ist nicht mehr weit. Geht's dir gut? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Wir sind jetzt auch gleich da. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Na, was soll wohl schmuggeln? Joel, hilf mir mal eben. Alter, die kann ja gar nichts. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von hier. Na, ist Ellie. Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Hey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mal. Keine Diskussion. Alles wird okay. Ein bisschen lauter machen, oder? Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Na komm. Widerspenstiges Gör. Oh, ich habe Schüsse gehört, aber was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur.
Ach, scheiß auf die Trophäen. Trophäen nerven, ich weiß gar nicht, warum es... Also, ich meine, es gibt bestimmt Leute, die finden es geil, danach zu suchen, aber mich interessieren sowas eigentlich gar nicht. Man ist ja da, um das Spiel zu spielen, nicht irgendwie Trophäen zu machen. Wenn man die nebenbei bekommt, okay, aber extra auf die Jagd gehen dafür, bringt mir nichts. Oh, die gehen da drüben rein. Oh, hier können wir noch irgendwas... Runtergehen, ja, ne? Hier runter. Los, mach ihn. Ja, doch. Da hoch. Dann kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Alleine hoch, das ist gut. Bin ich ein ganz großer Babysitter. Der Tunnel, schmuggelt ihr Sachen durch? Ja. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey! Ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert es mich einen Scheiß, was du... Hier ist es. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Oh, das Licht doch aus, oder nicht? Ne, das lassen wir an. Na gut. Macht ja auch Sinn.
Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Kann ich das Ding anmachen? Mist! So. Ist noch gar nicht leise, das Ding. Ihr wartet am Treffpunkt. Sie meinte, da wäre ein Feuerfleisch, der ist in einer anderen Stadt. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Ha. Wartet mal. Vorne ist eine Patrouille. Na. Okay. Wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Das sieht einfach geil aus, hier alles. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Scheiße! Ich bin tatsächlich draußen. Hier geht's lang. Das weiß ich, weil es einfach so ist. Oh. Jetzt bloß keine Dummheit. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du kennst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez auf Sektor 12. Erbitte Abholung von 3 Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still. Genug von diesem Scheiß. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Scheiße! Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär es lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Scheiße. Tess, lauf! Lauf! Los! Los, komm! Schnell unten durch. Scheiße. Okay, Ellie. Auf mein Signal laufen wir. Signal. Laufen. Lauf! Bleib von dem Licht weg.
nochmal laufen. Bereit? Klar. Ja. Ich kann nicht laufen, wenn ich krabbel irgendwie. Warum auch immer. Ich sehe sie, ich sehe sie. Sie müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Bleib zurück. Ich kann da auch nichts sehen. Sind Sie wirklich hier lang gekommen? Das ist unser Auftrag, also weiter so. Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Na los, Kleine. Bleib bei Joel. Verpackt. Negativ. Verteilen. Verdammt, getroffen. Oh, oh. Ich sehe ihn nicht. Haben wir sich Kontakt? Negativ. Weiter suchen, verdammt. Auch, das ist schon mal gut. Dann glaube ich hier hoch, oder? Wir können welche hören. Das ist ganz bestimmt die Rache dieser scheiß Feuerfleisch. Sehen Sie die Eber fertig. Hier können wir durch. Na los. Komm, Ellie. Geht hier durch. Okay. Mist, noch. Wie viele gibt's denn von denen hier, wa? Jetzt komm schon, Joel. Ich komme, ich komme, ich komme. Wie sollen wir da vorbeikommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Wie sieht's aus? Drin. Oh Mist. Sie sind hier bei uns. Versuch sie abzulenken. Okay. Na wie? Ah.
noch Tempo! Okay. Oh, das war's. Ah, das war auch ein bisschen risky, ne? Das Ganze hätte man auch besser lösen können. Machen wir jetzt auch. Das ist ganz normal. Lautlos. Warte, vielleicht ist da jetzt was drin. Noch nicht. Ach, Scheiße. Scheiße. War's auch nicht gedacht. Gib mir Deckung, ich gehe ran. Ich kann nicht mal seine Waffe nehmen, so ein Scheiß. Ja. Auch ganz schöne Munition verballert. Dass wir zu wenig Muni haben. Wo bist du jetzt hin? Kommt. Wo war wir schnell? Wo wir jetzt hin müssen, weiß ich auch nicht. Aber gar nicht. Na, vielleicht hier raus? Wo ich gerade eben draufgegangen bin. Hier durch. Na los. Oh, du bist schon da. Okay, die geht schon ganz spazieren hier. Tess, hast du eine Ahnung, wo lang? Wozu anders? Warte mal. Mal sehen, wo es hinführt. Oh, hier sieht es schon netter aus. Nett gruselig. Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Wenigstens regnet es hier nicht. Wie sieht's aus? Taschen nochmal wieder anmachen hier. Hier, verarzte dich. Ihr müsst gut aufgepasst. Oh, danke schön. Das ist doch gut. Ein bisschen verarzten hier. Nur 5 Schuss. Natürlich nicht viel, ne? Charlie, der Richter. Mist. Noch mehr Soldaten. Das Spiel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und sexuell Bericht erstatten. Ich glaube, Sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Bleibt im Dunkeln. Nicht so leicht. Ob wir noch irgendwas finden hier, ein bisschen Munition oder irgendwas. Okay.
vorne. Ist es sicher? Nein. Sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Sieh nach, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Na klar, Boss. Na, mehr habe ich ja nicht gefunden. Gut. Also hier längs, glaube ich. Tess, hier lang, durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib dicht dran, Ellie. Oh. Zurück zum Wald. Weiter. Oh, gut weggekommen. Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, Tess. Und das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir's zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Huha. Sieht auch abgefuckt hier aus, ne? Weil das Wasser herunterläuft, ist alles ziemlich cool, finde ich. Das ist echt cool. Meine Güte. So sehen die Häuser also vom Namen aus. Sie sind so groß. Was ist hier passiert? Die Bereiche um die Quarantänezone wurden heftig bombardiert. Man wollte so viele Infizierte wie möglich töten. Was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja. Klang aber, als wär's weit weg. Mist. Sind wir sicher? Vorerst. Na los. Die Frage, was uns da erwartet, ne? Mann, ganz schön tief. Da drüben ist das Rathaus. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Hier soll das Stadtzentrum sein? War es. Jetzt ist es nur noch Brachland. Hier drüben. Über längs. Hey, Tess! Oh, hier ist eine Tür. Ob es irgendwas gibt? Schau mal rein. Leer.
Sind wir wieder da? Wo wir gerade eben waren. Okay, super Plan. Aber der Weg war schon nicht schlecht. Okay. Nochmal den gleichen Weg. Jetzt müssen wir da oben längs gehen. Das ist ein Weg da oben reingehen, also längs gehen irgendwie. Ober. Wir hoffen, dass es hier kein... Er wurde zerfetzt. Ja. Okay, da kommen wir nicht längs. Hier kommen wir auch nicht durch. Hier war oben längs, würde ich sagen. Oh, jetzt habe ich irgendeinen Kratzen im Hals hier. Das nervt. Noch einer. Mist. Einsatzworte. Also Operation 18 angekommen. Punkt. Negativer Kontakt bei LZ. Negativer Kontakt. Scheiß negativer Kontakt. Angriff in Gebäude. Okay. Sie hat es wohl beim Warten auf Verstärkung erwischt. Gott, verdammt. Klicker. Oh Mann, was ist mit dem Gesicht? So sieht jahrelange Infektion aus. Das heißt, sie sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich. Noch ein paar. Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Kopf runter. Alles ist total okay. Mann, er liegt hier nicht rum. Nicht viel, was man so findet, aber was soll's. Hilf mir hier mal. Oh. Oh, oh. Danke. Bist du okay? Nicht passiert. Suchen wir Vorräte. Oh, suchen wir mal. Scheiße. Oh, das war heftig. Oh, du sagst. Okay. Vielen Dank. Okay. So, wieder fit. Und benutzen das Messer. Das geht. Das Messer natürlich futsch, ne? Ich finde mir was Gutes hier drin. Ah, Munition auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Ich glaube, war einiges zu finden gewesen. Was man brauchen kann. Hier nicht so. Nur eine Flasche. Naja, aber für den Anfang nicht schlecht. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Oh Mann.
Die scheiß Schubladen sind alle leer. Nee, wie ist das denn? Ja, können wir nicht runter. Da oben. Scheiße. Ah, da hängt noch einer. Da können wir auf jeden Fall hoch. Mal sehen, ob es da weitergeht. Okay. Sicher. Komm schon, Ellie. Gut, Kleine, du bist dran. Los, komm. Okay. Komm, Großer. Na los. Okay. Scheiße. Du musst los. Gehen wir diesen Scheißsticker dann einfach. Die einfach ganz umbringen. Okay, das war dumm. Das war dumm. Aber ich hätte sie mit Messer killen können, aber ich war leider zu weit weg. So, warte mal. Ach, ich habe gar kein Messer, habe ich gerade gesehen. Das war ja wieder total blöd von mir. Ich habe ja gar kein Messer, sehe ich gerade. Okay. Dann müssen wir uns, glaube ich, nur hier vorbeischleichen. Da können wir raus, über das Gerüst. Ein Gerüst? Ach so, hier meinte er. Hier geht's rüber. Ich glaube, das war's. Ellie, alles klar? Bis auf die volle Hose. Ja. Alles klar. Dann los. Die Treppe ist dicht. Gehen wir wieder hoch? Bitte, die Damen. Okay, komm. Das ist verrückt. Nicht nach unten schauen. Was? Machst du Witze? Na. 20 Jahre alt. Komm schon, Ellie. Hier. Nicht runterschauen. Los, nicht runterschauen. Alles okay. Wir müssen da durch. Okay. Oh. Immerhin sind wir weitergekommen. Irgendwie. Voilà.
sehe mir das an. Bleib bei dem Mädchen. Ah, okay, ich kann es auswählen, okay. Ich bleib bei der Waffe. Ich will lieber warm. Ach, scheiße. Ah, ich wollte den von hinten doch greifen und killen, aber das klappte gar nicht. Warum klappt das denn nicht? Ich hab doch den. Ich war doch dann dicht dran, oder bin ich jetzt verkehrt? Also, er steht da, ne? Wenn ich jetzt rangehe. Ach so, greifen, ja, okay. Dann leicht killen. Vorne ist ein Klicker. Okay. Komm schon, ganz ruhig. Das war's. Oh, fuck it, ey. Okay. Sind schon viele da vielleicht. Na gut. Den können wir killen auf jeden Fall. Okay.
So war es nicht geplant, aber es klappt ja. Okay, doch. Ihr könnt kommen. Aber die Energie habe ich nicht verloren. Die Munition auf jeden Fall. Ja, schlecht so. Verschwinden wir von hier. Puha. Guck mal, hier haben wir noch einen schönen Stock mitnehmen können. Hier hoch wahrscheinlich, ne? Nochmal Munition. Sind wir daran durch? Ne, von da sind wir gekommen. Also hier durch vielleicht. Okay, Tess, los! Okay, halt fest! Anja. Okay. Alles klar, ich sollte gehen. Okay. Bin hier durch? Gut. Alles klar. Da geht's runter. Da geht's auch runter. Jetzt auf der anderen Seite, ja, aber. Wow. Geht's längs. Gehen wir's an. Hier können wir durch. Dann vorsichtig. Hm. Da waren wir doch nicht durch, aber hier runter wahrscheinlich, ne? Ah. Sieht das schon ganz gut aus. Ich denke, wenn wir zurück sind. Du willst es ruhiger angehen. Und du ignorierst mich dann. Ja, nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich sehe. Gut. Gehen wir hier längs? Oh, gehen wir erstmal hier längs. Hier lang. Gott, voller Ehrweg hier. Tess, hier unten. Hm, ein Molotow. Kann man ja gut gebrauchen. Kleiner Cocktail. Hat er was bei sich? Kleines Briefchen. Trifft dich mit den zweiten Freiwilligen beim Rathaus. Rathaus Goldene Kuppel. Mädchen 61, 14 Jahre rothaarig. Aus der Quarantänezone. Siehst du? Nicht unsere Leute. Ja, aber trotzdem ist ja da, wo wir hin sollten eigentlich. Na gut. Ich glaube, hier geht's längs. Drüben, siehst du's? Mann, wir sind fast draußen. Das ist aber auch spannend hier. Du gehst vor, ich pass hinten an. Ellie, egal was passiert, du bleibst bei. Pass gut auf. Klar. Mach ich. Gut, ab hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bleibt dabei und bis dahin. Tschüss.